So, grüß euch Ladeln. Da, Yoshi. Ich hab mir leider jetzt wieder einen Pilz gönnen müssen. Und das war's mit Yoshi. Nein, ich traue ihm nicht noch. Das war halt der Yoshi. Es war nicht einmal ein sehr verlässlicher Yoshi. Er hat mein Vertrauen in die Yoshis genommen und er hat es missbraucht. Ich schneide es jetzt wirklich nochmal. So, jetzt möchte ich nochmal weiterschneiden. Das ist mir zu viel. Jetzt nutze ich einfach Yoshis Fähigkeiten aus. Zwar, dass er cool will, ist zum Nomsen kommen. Jetzt nimmt Cooper, denn es ist ein Cooper. Yoshi! Seht ihr schon, das passiert mit euch, wenn es Yoshi euch ein Vertrauen schenkt. Und so, jetzt reicht's mal. Und wenn ich jetzt irgendwer meint, dass ich cheaten da. Es ist eine Funktion des Spiels, dass man Level nochmal machen kann. Nochmal besuchen kann, nochmal zurücken kann. Dass man dann nochmal fehlen kann. So, Starcoin geschafft. Auf Zeichen. 2 Minuten erst und so viel geschnitten. Ich sag die Kritik vom Patch, obwohl ich keine krieg, weil keiner einen Kommentar schreibt. Weil mir noch keiner kennt. Super. Sehr, sehr super. Gut, wenigstens ist das nächste Level nicht so schlimm. Wir gehen, glaube ich, einmal 2 Felder, also in oder 1. Ah, ja, Pilze kann ich nicht brauchen. Ich hätte gedacht, ja, da werde ich das erste Mal in der letzten Welt fehlen. Dr. Mario Musik. Gute Dr. Mario Musik. So. Haben wir gleich beide getötet, haben wir gleich Pilze. Wie er sich freut. So. Oh.
wieder ein Höhlenlevel mit einer schönen Einleitung. Da gibt es irgendwo ein One-Up. Der sagt dann, da will ich sofort. Das ist amazing. Und so unüberraschend sie es mittlerweile auch hört. Ich hab den Verlauf des Levels nicht mehr im Kopf. Ich weiß nur noch, es gab aus da kann die war dann, die war dann beim nächsten. Aus der Röhre kamen nur Koopas außer. Fünf Minuten, also wie ich das noch bis in die letzte Welt schaffen sollte, ich hab keine Ahnung leider. Mit 30 Leben. Ich konnte jetzt schon einer 1 kommen, wenn ich jetzt Level noch einmal mache und nicht stirb. Ich habe ja schon mal zum Run gehabt, da habe ich nach der ersten Welt schon 40 Leben gehabt. Pinguin ist sehr gut und aufschlussreich, nenne ich mal. Oh, Change Block. Und der ist stuck im Wall. Oder nicht. Ich hab den Gomba berührt damit. Und okay, das kann ich jetzt nicht mehr sagen. Aber wenn das jetzt der zweite ist, dann weiß ich, was ich verpasst habe. Zweite, ja, ich weiß, wo ich was verpasst habe. Und ich weiß, dass ich jetzt schon wieder einen Fail gehabt habe. Das ist sogar gar nicht mal so schwer, das. Das sagt er und den Rest könnt ihr jetzt euch denken. Es wird vielleicht lauter und tiefer rein. Hallo, ihr Nudeln. Nein, ich versuch's gar nicht erst. Vielleicht habe ich dann so eine echte Stimme, wo die ganz tief redet. Eher weniger. Ja. Tot. Und da gibt es auch kein Power-Up, das weiß ich auch noch. So gut weiß ich noch alles. Ja, komm, was? Machen wir gerade den Schüttelsprung so ausgeführt. Ja, wenn man Pinguin Mario ist, hat man da eben eine gute Chance. Also genau. Ich erinnere mich mehr oder weniger. Aber das Fass sollte man nicht zerstören, denn es ist einfach nur dazu da, dass man Absicherung hat. Und dann die Starcoin gekriegt. Was für ein schönes und nettes und soziales Fass. Und im nächsten Part machen wir das erste Ghost House. Freut euch drauf! Ich tu's und ich hole die Starcoin noch. Ja, da. Also, breit drauf, ich tue es auf jeden Fall. Bye.